Herzlichkeit und Trost. Und man hat gesehen, mit wie viel Liebe und wie viel Freude das Ganze vorbereitet wird. Aber man muss ja dazu sagen, es geht auch heute eine Ehre zu Ende. Und zwar an der selben Stelle von mir, der letzte Klasse sein wird. Liebe Freunde, ich habe dir informiert, dass du ein bisschen Resümee ziehst, und was dir so frei gemacht hat. Ein gutes Jahr, in dem du unzählige Kreisen zum Klingen gemacht hast. Das liebe ich. Ohne Vorbereitung gebeten werden um ein Resümee über 45 Jahre Unterrichtstätigkeit. Ja, was soll ich sagen? Schön was. Voller Musik und voller Singen und mit einem berühmten Abschluss in der Grundschule. 36 Jahre lang habe ich mich in der Musikhauptschule sehr, sehr wohl gefühlt, war überglücklich wohl auch aufgrund der vielen Musik, die es dort gab und der lieben Musikerkollegen, die ich hatte. Dann kam ich in die Volksschule und behaupte jetzt, ich kann das behaupten, das war wahrscheinlich oder ist ganz sicher die Krönung meiner Tätigkeit als Pädagogin. Am schönsten war der Chor mit 52 Kindern von 107, glaube ich, und einer besonders liebenswerten Kollegin an meiner Seite. Es war alles ganz leicht und es waren wunderschöne 45 Jahre und ich danke allen, die da drinnen sitzen, schon bei mir in die Schule gegangen sind. Nicht, aber uns oft zugehört haben. Denn ohne Publikum ist es nur halb so lustig. Danke, haben Sie einen schönen Sonntag. Thank you.
die eigentliche Muttersprache des Menschen ist.